Ja, starte ich einfach mal in das Thema. Also mein Thema hier für die Konferenz ist letztlich über den Konflikt zu sprechen, den ich sehe zwischen eben dem Grundeinkommensgedanken mit den Modellen, die dort diskutiert werden, und dem, was aus meiner Sicht eben dieses Verständnis von die Gross ist, wie viel man eigentlich ein anderes Wirtschaftssystem oder eine andere oder bestimmte Elemente haben will, die man auch bereit ist zu reduzieren oder zu verändern, zumindest in dem Umfang, wie sie heute da sind. Ganz kurz, so drei einfache Folien. Das ist sozusagen die Situation heute. Das heißt, bis auf diesen Lebenszeitbalken könnt ihr euch das alles als Finanz-, also im Endeffekt als Zahlungsströme vorstellen. Das bedeutet heute, wenn eine Person letztlich ihre Lebenszeit hingibt, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen, dann heißt es immer, dass die Entlohnung letztlich kleiner ist als der Warenwert, der tatsächlich konsumiert werden kann, also der ich einkaufen kann. Das heißt, ich bin nie in der Lage, wenn ich eine Stunde arbeite, meine eigene Stunde Arbeit zu kaufen. Das heißt sozusagen strukturell, aufgrund dieser beiden Elemente, die in diesen ganzen Zahlungsströmen drin sind, haben wir schon ein Gefälle, weswegen wir sozusagen Produkte jetzt in China, Indien und inzwischen in Bangladesch produzieren. Weil wir nie unsere eigene Arbeitsleistung konsumieren können, aufgrund dieser Abflüsse. Natürlich wird ein Teil davon, also gerade hier über den Staat, auch wieder umverteilt, aber das löst sozusagen diesen Gap nicht. Das heißt, ich komme trotzdem ja nicht in die Lage, mein Produkt zu konsumieren. Und da ist aus meiner Sicht die Schwierigkeit, wenn ich jetzt das klassische BGE-Modell nehme, egal ob ich das jetzt auf die Entlohnung oder ob ich jetzt Entlohnung besteuere oder ob ich irgendwelche Steuern, Abgaben auf im Endeffekt die Warenpreise aufschlage. Das können jetzt eben ökologische Steuern sein, das können einfache Umsatzsteuer sein, wie Kurz-Werner-Modelle und so weiter, ist egal. Auf jeden Fall verringere ich entweder den Zufluss an Entlohnungsgeldern zu der Person, womit auch wieder sozusagen eine Unterdeckung von dem ist, was ich produziere, kann ich nicht konsumieren, und das BGE gleicht es nicht aus, notwendigerweise. Weil ich kann ja nur weniger sozusagen umverteilen, weil eben diese Löcher immer noch da sind. Irgendwo fällt dort etwas raus. Deswegen ist aus meiner Sicht das sozusagen in den bestehenden Systemen, das heißt, wenn ich das Wirtschaftssystem heute mit den Lücken des Zinses, mit den Abgaben und Belastungen mache, dann komme ich nie dazu, dass ich Freiheiten bekomme, zu sagen, ich kann in der Produktionsschraube etwas drehen. Weil das hier ist ja im Endeffekt auch der größte Konflikt, zu sagen, ja Moment, wenn ich jetzt mich an die Waren drangehängt habe und zum Beispiel eine Umsatzsteuer von 50% in den Preisen, das heißt, nominell ist eine Umsatzsteuer von 100% notwendig, um dieses Kurz-Werner-Modell durchzuführen. Dann habe ich aber das Problem, dass natürlich ich mit dem BGE, was ich dann bekomme, diese Konsumtion nicht hinbekomme. Das heißt, ich kann die Waren, die produziert werden, trotzdem nicht verkonsumieren. Also es wird sozusagen in der Verteilung immer eine Lücke bleiben. Und das ist letztlich, weil das Geld immer extern gedacht wird. In diesen ganzen Modellüberlegungen kommt nicht die Frage, wo ist das Geld, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Hand. Und das ist letztlich genau das, wo ich jetzt als Überlegung einsteige, zu sagen, Credere, das ist sozusagen der Name der Komplementärwährung, ist eine Währung, die einfach direkt für und mit dem Grundeinkommen geschaffen wird. Das heißt, das Geld ist da, bevor irgendetwas produziert wird. Das ist eigentlich immer das, was gesagt wird, ja, aber dann ist das Geld noch nicht gedeckt. Ja, das muss es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich letztlich eine Deckung des Wertes, also des Geldes, tatsächlich schaffe, sondern für mich sind primär, das Geld hat drei Hauptfunktionen, die behandelt werden. Das eine ist die Preisfunktion, dass im Endeffekt die Waren mit bestimmten Preisen belegt werden. Das zweite ist die Zahlungsfunktion, dass wir eben diese Transaktionen ermöglichen, ohne dass wir Schuldverhältnisse letztlich offen bleiben. Und das dritte ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Das heißt, dass ich einen vermeintlichen Wert in irgendeiner Form speichern kann. Und das ist aus meiner Sicht die Illusion, die es gilt aufzubrechen. Das heißt, Geld ist kein Wert, Geld speichert keinen Wert. Das ist nur die Vorstellung zu sagen, ich kann mit Geld morgen noch etwas tun. Aber das ist nur die Vorstellung oder die Hoffnung vielmehr, die Geld am Laufen hält. Weil das Problem ist, wenn morgen der Virus kommt, alle Menschen dahin rafft, dann egal, ob ich Dollar, Yen oder egal welche Währung der Welt ich habe, ich werde mit dieser Währung nichts mehr tun können. Weil letztlich die Währung, dass sie für uns einen Wert ermöglicht oder letztlich etwas ermöglicht, ist, weil wir da sind. Und dann ist ja die Frage, da habe ich sozusagen die Brücke auch sofort zu dem Gedanken Grundeinkommen, wenn es ja sowieso das Geld nur funktioniert, wenn wir da sind, warum dann nicht jeden gleichmäßig beteiligen? Das heißt, anstatt jetzt im Moment Banken, Zentralbank und so weiter, die das Geld nur punktuell irgendwo versuchen in die Wirtschaft zu bringen,
es direkt dahin zu bekommen, wo es wichtig ist. Das heißt, wir Menschen und unsere Bedürfnisse sind ja eigentlich das Primäre, wofür Wirtschaft da sein soll. Weil die Wirtschaft soll ja unsere Bedürfnisse befriedigen. Das ist so für mich auch das Bild, der Weg, wo ich auch die Grauzone ein bisschen sehe, der Weg in eine Bedürfnisbefriedigungsproduktion. Das heißt, erst das Bedürfnis, dann die Produktion und nicht im Vorfeld, wir gehen in volle Läden und können uns nur noch zwischen schlechten Produkten entscheiden, weil die eben nicht ökologisch hergestellt sind, weil sie nicht nachhaltig sind und, und. Deswegen, wie gesagt, gleich am Anfang die Geldschöpfung an der Stelle. Wir fangen stufenweise an, weil es ist ja ein freiwilliges Projekt. Es ist jetzt kein Projekt, wo ich sage, ich brauche jetzt den Staat und dann macht eine gesetzliche Währung draus. Sondern ich gehe hin und sage, okay, Internetplattform, elektronische Währung, jeder kann sich anmelden, bekommt 100 Kredere am Anfang im Monat. Und das Geld unterliegt einer Vernichtung. Das heißt, eben weil ja der Wertspeicher sowieso illegal ist, löse ich das Geld wieder auf. Ob es dann noch auf dem eigenen Konto liegt, wo es hingeht, oder ob es dann schon sozusagen 3 Umsätze gemacht hat, das heißt, es ist zigmal umgelaufen und liegt bei irgendeinem Vermögenden, ist vollkommen egal, wo es sozusagen zum Zeitpunkt der Vernichtung liegt. Es hat dann seine Zahlungsfunktion erfüllt, weil es hat Bedürfnisse erfüllt, zu sagen, ich habe etwas beziehen können. Und damit habe ich letztlich die Möglichkeit, eben auch hier diesen Kreislauf erst einmal geschlossen zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde für 100 Euro irgendetwas machen soll, dann kann ich 100 Euro netto auch bekommen. Das heißt, weil ich ja diesen ganzen Rattenschwanz sozusagen aufgeben kann. Das heißt, ich habe die 100 Euro, die ich sozusagen bekommen kann und bin aufgrund des Grundeinkommens schon vorher in der Lage, diese zu bezahlen, ohne dass ich vorher das Einkommen brauchte. Und damit öffnet sich aus meiner Sicht auch für die Growth hier dieser ganze Baustein. Ich kann jederzeit die Produktion halbieren, weil es ist ja egal, weil ich produziere nur noch die Hälfte, also muss auch nur die Hälfte konsumiert werden und das Geld für die Konsumtion ist da. Also deswegen ist für mich sozusagen, wenn ich im Geldsystem am einfachsten anfange, weil wie gesagt, es ist ein elektronisches Geldsystem, kann ich einfach erzeugen, einfach mit ein paar Computern und ich brauche dadurch, wenn ich es freiwillig mache, brauche ich keine politischen Mehrheiten. Bitcoin braucht ja auch keine politischen Mehrheiten, um heute zu existieren. Es ist nicht ganz die gleiche Technologie, aber es ist das gleiche Prinzip. Das heißt, Menschen, die es nutzen wollen, nutzen es und alle anderen bleiben so lange außen vor, bis wir sie entweder durch Erleben erzeugt haben, durch Argumente überzeugt haben oder sie ausgestorben sind. Das ist so. Genau, also das soweit mal so der sozusagen der Einstieg einfach in das Bild, um das es mir geht, mit euch zu besprechen, zu diskutieren. Fragen dazu? Wir sprechen hier über Geld, beziehungsweise über die Frage, ob ein alternatives Geldsystem helfen könnte, um diesen Grundkonflikt zwischen bedingungslosem Grundeinkommen und die Growth zu lösen, der vor allem darin besteht, dass wir eben ein Geldsystem haben, was profitabel arbeiten muss für die Kapitalgeber. Das heißt, die Kapitalkosten werden überall eingerechnet und das hat auch zur Folge, dass wir eben immer weiter wachsen müssen. Und auf der Seite von den Grundeinkommensgegnern ist das Gegenargument, der Knackpunkt, der mir am häufigsten begegnet ist, dass sie sagen, ja, ihr könnt ja das Grundeinkommen nur auszahlen, wenn ihr praktisch immer weiter wächst und wenn diese Wachstumswirtschaft erhalten bleibt. Und das ist natürlich der Grundkonflikt jetzt, den die Growth-Befürwortern gegenüber, wie soll man jetzt dauerhaft so etwas wie das Grundeinkommen finanzieren, wenn die Wirtschaft eben nicht mehr weiter wachsen soll. Und da kommt die Idee von Martin ins Spiel, der praktisch überlegt, wie könnte man jetzt ein alternatives Geldsystem ans Laufen bringen, wo die Leute eben, also in unserem normalen Geldsystem, das wissen die meisten Leute auch nicht, wird Geld geschöpft, indem die Banken Kredit vergeben. Das heißt, die Hamburger Sparkasse schöpft das Geld, wenn ich da hingehe und 100.000 Euro Kredit beantrage, um eine Wohnung kaufen zu können. Dann entsteht neues Geld. Das ist die einzige Art und Weise, global, wie jetzt im großen Maßstab das Geld entsteht. Und jetzt überlegen wir, welche andere Möglichkeit könnte es geben, um zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen in einer anderen Geldeinheit, in einer anderen Währung auszuzahlen. Martin nennt diese Währung Kredere, weil das, warum hast du Kredere gewählt?
weil ich in einem Buch von Horst Stohwasser das Wort gefunden habe und das Vertrauen bedeutet. Es geht, Kredit ist auch davon abgeleitet, aber letztlich basiert es darauf auf Vertrauen. Und eine Währung funktioniert heutzutage nur, weil wir in diese Währung vertrauen. Und das ist letztlich für mich auch der Schlüssel. Wir vertrauen uns einander, dass die Währung morgen noch was wert ist und deswegen funktionieren unsere Währungen. Da würden alle Banker dir zustimmen. Die sagen auch, alles funktioniert nur aufgrund von Vertrauen. Ich möchte dem noch hinzufügen, es geht nicht nur um das Vertrauen, sondern es ist auch eine ganz krasse Machtfrage. Ich vertraue dem Euro zum Beispiel überhaupt nicht. Ich denke, die nächste Euro-Krise steht vor der Tür und eigentlich hätte ich sehr gerne eine Alternative. Ich würde mich auch hier in Hamburg sehr viel wohler fühlen, wenn ich eine Alternative hätte, die es leider nicht gibt. Aber es ist halt eine Machtfrage. Der Staat sagt, der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel und ich muss meine Steuern in Euro zahlen und kann mir nicht einfach irgendein anderes System nehmen und sagen, ich möchte aber lieber in Credere bezahlen. Ich habe eine Frage, kommen Sie von dem Degrowth-Movement oder von dem DGE-Movement? Ich bin eigentlich in der Ecke Degrowth, Ich bin gestartet aus der Geldsystemkritik, habe dann gesehen, dass es Grundeinkommen praktisch ist, um Geld unter die Leute zu bekommen. Also das heißt, das verbindet sich und dann ist der Schritt weiter, weil natürlich es erfüllt Ziele von Degrowth. Ich bin jetzt natürlich nicht in dem Sinne im Movement drin, aber ich weiß, dass die Wünsche oder das, was da erreicht werden soll, damit können wir die Türen viel leichter aufmachen als heute. Ja, aber ihr habt in Deutschland jetzt ein System wie das, das ist die BGE-Kreise von Dirk Schumacher. Genau, das kenne ich. Ja. Und nein, es ist nicht das Gleiche, weil genau das Einzige, was hier sozusagen drinsteckt, ist dort nicht testbar. Ich kann dort sozusagen Geldschöpfung am Anfang machen, aber ich kann keine fortlaufende Geldschöpfung machen. Und ich kann ich kann nur Gebühren erheben. Ich kann dann sozusagen Gebühren einnehmen von bestehenden umlaufenden Geld, aber hier ist es der Unterschied, das Geld wird tatsächlich physisch vernichtet. Das geht nicht irgendwie in eine andere Hand, weil das Problem ist ja immer, wenn ich das Geld nur am Anfang schöpfe, dann bekommt der Neugeborene, der vielleicht dann auch, wenn er einmal dazu kommt, das Geld, aber ich kriege diesen Kreislauf nicht hin. Weil letztlich, also bei diesen BGE-Kreisen, wer das nicht kennt, das ist ein Portal, da kann man sozusagen beliebig wild hin und her spielen. Man kann entweder mit einem Umsatzsteuermodell sozusagen versuchen, so einen BGE-Umlauf abzubilden, oder man kann das eben über Liquiditätssteuer, über Vermögenssteuer, also man kann aber letztlich eigentlich nur den Steueraspekt, also diese Umverteilung abbilden. Und genau das will ich hier, es hat im Ende teilweise ähnliche Effekte, weil natürlich ich einfach das aus dem Nichts zeuge. Ja, in dem Moment, die Vernichtung ist da auch, bei dem Kreis ist auch die Vernichtung von das Geld. Also dort im System wird es definitiv nicht vernichtet, dort wird es erst vernichtet von der Technik her, wenn tatsächlich jemand aussteigt und kündigt, dann werden seine Einheiten, die sozusagen beim Eintritt erzeugt werden, nur dann vernichtet. Sonst ist es wirklich nur immer eine Umverteilung und genau aus dem Mechanismus will ich heraus. Ich will nicht den Leuten das Gefühl geben, ich nehme ihnen ihr Geld weg, sondern es ist eine Regel, bevor du den ersten Euro oder den ersten Kredere letztlich hier in dem Fall in der Hand hast, weißt du, er wird sich auflösen. Ich sage es dir nicht im Nachhinein von wegen, das ist ja eben das Problem heute. Wenn ich heute hingehe und sage, der Typ hat jetzt irgendwie 1 Million angesammelt, auf welche Maßnahmen auch immer, und jetzt ändere ich die Spielregeln. Jetzt sage ich, jetzt nehme ich dir, wie viel auch immer, davon weg. Hier sage ich dir von Anfang an, es läuft so, du kriegst es, geschenkt, aber es löst sich auf. Und jeder, der sozusagen in der Kette nach dir steht und sagt, ich verkaufe dir was dafür, weiß es vorher. Und das ist für mich das Wichtige, faire Spielregeln, die sich eben nicht einfach per demokratischer Mehrheitsentscheidung ändern lassen. Hier war noch eine Frage. Ich hätte ein paar kritische Anmerkungen. Mhm. Also erstens ist nicht das Geld verantwortlich für ein Wachstum, sondern dahinter stehende Konkurrenzdenken. Ich muss quasi eine andere Firma überbieten, um bessere Investitionen zu schöpfen, um denen niederzukommen. Nicht das Geld ist, das ist nur ein Mittel dafür, Punkt 1. Das Konkurrenzprinzip ist das eigentliche Prinzip. In der Depot-Debatte wird Folgendes diskutiert, genau vor diesem Hintergrund, diesen Aspekt. Wir sagen, wir brauchen eine demokratisierte Wirtschaft, die in der Tat bedarfsorientiert ist, nicht konkurrenzorientiert. Und damit hätte sich ein großer Teil des beschriebenen Themas nämlich schon erledigt, ohne auf andere Geldformen zu steigen. Drittens, natürlich ist in unserer Gesellschaft de facto erstmal jedes Geld gedeckt. De facto. Sonst wäre es in der Tat eine ganz stark inflationäre Entwicklung. Drittes Thema, du kannst auch nicht einfach sagen, ich lasse Abgaben und Steuern weg, weil sonst müsstest du ja privat deine Verteidigung bezahlen, deine Krankenversicherung bezahlen etc. Das sind ja alle Steuern und Abgaben finanziert. Du musst auch dein Stück Straße etc.
Also, es gibt einen Haufen Argumente zu sagen, dieses Modell schon von vornherein vom Ansatz her in Frage zu stellen. Auf welcher Skala soll das umgesetzt werden? Ist es nur die regionale Skala oder nationale Skala? Und ist es dann auch so, dass die Firmenbesitzer dann auch diese Währung akzeptieren lassen wollen? Ich antworte gleich drauf. Ja. Also erstmal ist es ja ein freiwilliges System. Das heißt, jeder, der mitmacht, macht es von sich aus. Das heißt, es gibt keinen Muss. Es gibt keine Muss-Definition. Von der Überlegung her, da steht ja von 100 bis 1000. Das ist sozusagen es ist weder national begrenzt, sondern letztlich, wenn die Plattform, diese elektronische Plattform da ist, kann man das in jedem Land sofort starten mit 100. Und dann, dieser Anstieg findet statt, je mehr Menschen sagen, ich mache da mit. Das heißt, wenn in Deutschland sagen, 4 Millionen sagen, ich finde Kriterien gut, ich will das machen, ich will diese, von dieser Geldschöpfung profitieren und das unterstützen, dann würden bei 4 Millionen 80, also noch leichter ist natürlich bei 8 Millionen, dann haben wir schon 10%, und dann werden wir um 100 steigen. Das heißt sozusagen, mit der Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft nimmt dieser Betrag zu. Das heißt aber auch, die Unternehmer müssten das dann akzeptieren, damit es überhaupt funktioniert. Freiwillig, genau. Ja. Ja, so wie bei der Regionalwährung heute auch. Die freiwillig mitmachen, machen mit und die anderen nicht. Ja, natürlich, weil die Unternehmen haben doch dann also quasi keinen Vorteil dadurch. Das sind ja hauptsächlich die Verbraucher, die dann eben dieses Grundeinkommen bekommen und können damit quasi einkaufen gehen. Aber was haben dann die Unternehmen jetzt davon? Also der Punkt ist, das ist ja zusätzliches Geld. Also egal, was du für ein Geld im Euroraum machst, das ist sozusagen die eine Welt, aber das ist ja alles frisch geschöpftes Geld. Das heißt, wenn ein Unternehmen primär Interesse hat, seine Produkte abzusetzen, ich unterstelle jetzt mal, dass das Unternehmen mit diesem Geld irgendetwas anfangen kann. Sei es, dass es den Mitarbeitern das wieder weitergibt, sei es, dass es seine Lieferantenbezeichnung oder Strom oder was auch immer es damit macht. Wenn das Unternehmen in der Lage ist, dieses Geld wieder loszuwerden, ist es ein Plusumsatz. Das ist erstmal konträr zu Degrowth, weil es natürlich erstmal einen Wachstumsschub erzeugen könnte, je nachdem, wie schnell das halt natürlich stattfindet, weil es ist sozusagen so, als wenn du jedem Menschen jetzt einfach 1000 Euro mehr gibst, die kann er erstmal ausgeben. Und da ist halt die Frage, wie schnell nivelliert sich das, weil aus meiner Sicht ist sozusagen der größere Block, um die Growth zu erreichen, also um im Endeffekt Ressourcen zu schonen, nicht den Konsum einzuschränken, sondern vor allem die Produktion. Damit wird der Konsum sowieso runtergefahren. Aber ich muss aus meiner Sicht das Wichtige, die Produktion runterbekommen. Das heißt, Arbeitsplätze, die nicht irgendetwas produzieren müssen, um letztlich mein Erwerbseinkommen zu rechtfertigen. Weil das ist das Einzige. Ich produziere irgendwas, ob es jemand braucht, schon ist egal, weil es wird ja irgendwie nachher in den Markt gepresst. Aber es ist die einzige Rechtfertigung für mich, dass ich leben darf, dass ich ein Erwerbseinkommen bekomme. Und diese Logik sozusagen zu durchbrechen, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, der schnellste Ansatz, den Ressourcenverbrauch runterzufahren. Ja, also ich wollte noch auf eine Verständnisfrage, es wäre erstmal ein Parallelsystem zu anderen Währungen. Also hier komplementär. Genau, komplementär. Genau. Ergänzend. Es würde den Euro einfach ergänzen. Ja. Und die Frage ist halt, könnte man möglicherweise Grundeinkommen erstmal in so einer komplementären Währung wie Federe rausgeben? Und dann ist natürlich die Frage, wie führt man das langsam aber sicher ein? Denn man muss natürlich erstmal gucken, um einen Anfang zu kriegen, wie viel Kredere würden denn überhaupt Unternehmen akzeptieren? Wie viel kann ich denn jetzt beim Bäcker oder im Supermarkt oder wo auch immer? Also es ist eben nicht zu diesen Lokalwährungen. Genau. Ja, nur dass es eben überregional ist. Ja. Und im Zweifelsfall sozusagen in jedem Land bis nach China und bis nach Asien, jedes Land, das sozusagen bereit ist, diese Plattform zu nutzen, hat dann auch seine individuelle Quoten und eventuell, wenn die Schweiz mit ihrer Abstimmung nur 25% erreicht, aber dann sozusagen Kriterien nutzt, dann sind die gleich bei 350 Euro, was sie sozusagen mit einem Grundeinkommen in Kriterien umsetzen können. Wenn sie denn den Weg gehen zu sagen, statt politische Mehrheiten, machen sie es einfach mit denen, die es wollen. Eine Frage zu dem, wie vernichtet sich das eigentlich, wie verschwindet es? Also das ist ja ein elektronisches System und das wird einfach tatsächlich, also nachts wird sozusagen, jede Nacht kommen dann die Buchungen, dann verschwinden ein paar von deinen Euros und dann kriegst du deinen Anteil am Grundeinkommen wieder ausgeschüttet. Also das passiert einfach nachts auf deinem Konto. Wenn du morgens aufstehst, ist das neue Geld da und das alte ist weg. Also ein Teil. Also das heißt, es wird regelmäßig weniger, damit eben nicht jetzt Riesenberge sich anhäufen. Also das ist eine bestimmte Menge. Und das ist aber transparent und bekannt.
wie viel Verlust da ist. So, wann man an die das Beginn des Monats alles Geld ausgibt, dann hat man mehr gekauft als an die genau deswegen passiert es jede Nacht. Also es wird nicht einmal Stichtag am Monatsersten sozusagen abgezogen, sondern es wird tatsächlich jede Nacht. Also jede Nacht kommt ein bisschen wieder dazu und ein bisschen wird abgezogen. Tag 1 habe ich 100 Euro und Tag 2 habe ich 99 Euro? Nee, es ist dann deutlich weniger. Weil 0,03 ja, je Nacht. Genau, es ist 1/30% je Nacht, was abgezogen wird. Also 3 Cent jede Nacht. Ja, genau. Aber dann sagst du, du kommst ein neues Grundeinkommen. So, genau, und umgekehrt bekommst du halt 3,33 Euro dazu. Das heißt, am Anfang nimmt dieser Wert natürlich zu. Das heißt, du merkst den Schwund im Betrag natürlich nicht. Gehen wir mal an davon, wir sind jetzt erstmal nur bei den 100, dann heißt es, nach 100 Monaten, wo du letztlich immer wieder 100 bekommen hast, da hast du jetzt 10.000 Kredere auf deinem Konto. Hast halt nichts mitgemacht. Und dann kommt der Punkt, wo sozusagen die persönliche Deckelung der Geldmenge stattfindet. Das heißt, dann wird jetzt auf den Monat bezogen, werden 100 Einheiten vernichtet, aber du bekommst den ganzen Monat auch wieder 100 dazu. Das heißt, jede Nacht verschwinden 3,33 und die kommen aber auch wieder dazu. Das heißt, da ist sozusagen die Sättigung der Geldmenge erreicht bei 100 Kredere pro Kopf. Das heißt, wir haben auch ein Geldsystem, was sozusagen automatisch mit den Menschen mitwächst. Das heißt, wenn in Deutschland jetzt nur noch 60 Millionen da sind, schrumpft die Geldmenge ganz natürlich mit diesem Prozess mit, weil ja eben nur für die Lebendigen sozusagen Grundeinkommen erzeugen wird. Und wenn wir 160 werden sollten, warum auch immer, dann würde auch das Geld so weit nachwachsen, also sozusagen mit da sein. Einfach, für mich ist das so die Abbildung, auch das Thema Degrowth. Wie kriege ich einen natürlichen Kreislauf hin? Und aus meiner Sicht funktionieren natürliche Kreisläufe nur dann, wenn ich einen definierten Geburt habe und eine definierte Vernichtung. Das heißt, alles andere ist kein Kreislauf. Wenn ich keinen Anfang und kein Ende definiere, dann habe ich entweder ein Wachstumsmonster, Krebs, so wie unser Euro-Geldsystem, ist letztlich krebsbasiert oder parasitär oder so weiter, weil es hat keinen kontrollierten Tod. Deswegen gibt es dann immer die Schocktherapien, wo sozusagen das auf sozusagen wieder korreliert mit einer natürlichen Entwicklung, damit es wieder zurückgestuft wird. Also vielleicht nochmal für die Laien erklärt, dadurch, dass ich jetzt das Geld verzinsen muss und dadurch, dass es eben einen Zinseszinseffekt gibt, habe ich dann irgendwann dieses exponentielle Wachstum. Das fängt ja sehr klein an. Also wenn man mal überlegt, okay, wir haben nach dem Krieg 1948 die D-Mark erst eingeführt und hatten ein ganz moderates Wachstum und irgendwann wird es halt exponentiell. Und wenn man dann überlegt, okay, wir hatten 2008 den Crash, das sind über 60 Jahre, kann man sehr schön sehen, dass eigentlich ganz klassisch sich diese Exponentialfunktion entwickelt hat. Und dann ist eben irgendwann einfach dieser Abstand zwischen dieser Geldmenge bzw. der Finanzwirtschaft und der realen Wirtschaft, denn wir haben als Deckung ja eigentlich nur die reale Wirtschaft, ist so groß, dass einfach sehr wahrscheinlich ist. Und im Moment ist es auch so, dass wir haben nicht weniger Schulden im System als früher, beziehungsweise wir haben nicht weniger Schulden, als wir jetzt 2008 hatten, sondern im Gegenteil. Wir haben mehr. Und wenn man sich überlegt, dass das Weltbruttosozialprodukt in etwa bei 70 Billionen US-Dollar liegt, das ist eigentlich die reale Größe, das, was man real kaufen kann. Und im Vergleich dazu haben wir auf der Finanzwirtschaft alleine Derivate im Wert von etwa 650 Billionen US-Dollar. Das heißt, die Finanzwirtschaft ist in etwa 10-mal so groß wie die Realwirtschaft. Und da muss man ja nicht irgendwie Wirtschaftswissenschaften für studiert haben, um zu sehen, dass diese Deckung nicht da ist und dass das eben einfach überhaupt nicht mehr zusammenpasst, weil die Finanzwirtschaft halt einfach sehr, sehr viel schneller gewachsen ist, weil sie eben all diese Finanzprodukte kreiert haben, wie die Derivate, die jetzt nur Ableitungen sind und für die es einfach keine Entsprechung gibt. Das sind Gewinnversprechungen, die wir alle in Zukunft erarbeiten müssen, theoretisch. Genau. Gut, gibt es da hinten eine Frage? Naja, das ist ja jetzt irgendwie eine ziemlich künstliche Trennung zwischen sogenannter Realwirtschaft und dem Finanzkapital oder den Banken.
Naja, das ist etwas, was tatsächlich selber Geld, die Banken vornehmen. Das Geld, was sozusagen auf den, bei den Banken oder in den Warenformen existiert, gehört doch auch Leuten aus der sogenannten realen Wirtschaft. Das ist doch nicht so, dass das Geld, was sozusagen die Banken in die Warenformen angelegt haben, niemandem gehört oder nur den Banken. Wer steckt denn hinter den Banken? Das sind auch reale Personen. Es geht doch darum, dass sozusagen die Reichen tatsächlich immer reicher werden. Das drückt sich damit aus. Und das ist Überakkumulation von Kapital. Die haben so viel Geld angehäuft, so viele Profite angesammelt. Sie können sie in der im Realkapitalismus nicht mehr profitabel anlegen. Und durch Spekulation, da erreichen sie mehr Profite. Aber das ist doch ein System. Das Finanzkapital, die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital. Und das ist doch, die haben so viel Schotter und zumindest fiktiv angelegt. Da muss man doch einfach ran, dass den quasi dann weggehen, wo es das wird mit diesen Maßnahmen nicht reichen. Lass mich da kurz einhaken, weil das ist nämlich genau der Punkt, zu sagen, was will ich denn tun? Also entweder das eine, was ich am Anfang so ein bisschen mit angesprochen habe, ich glaube, da waren Sie noch nicht da, ist das Thema, entweder ich ändere jetzt bestehende Spielregeln und sage einfach, nö, jetzt spielen wir anders. Und das ist eben auf Basis dieser typischen Mehrheitsentscheidung. Das heißt, die gerade 51% haben, geben die Regeln vor. Und das heißt, ich habe keinerlei Rechtssicherheit mehr. Oder ich sage, wir machen alternativ etwas und vergessen das alte System und lassen das alte System im Endeffekt sich selbst überlassen, weil es wird nicht mehr funktionieren, wenn die Menschen dort nicht mehr aktiv sind. Je weniger die Menschen letztlich im Eurosystem für Euros arbeiten, wird dieses System von sich aus sich auflösen. Und der Vorteil ist eben mit dieser Geldvernichtung. Ich habe natürlich diese Zinsschraube verschwindet nicht automatisch. Im Gegenteil, ich habe ja vorhin gesagt, wir docken an dem bekanntesten Mechanismus, der heute funktioniert, Konsum an. Das heißt, hier wird erstmal Konsum gemacht und dann stehen die Firmen plötzlich da, die haben ja ihre Geld- und Kreditgeber und müssen sagen, ja, was mache ich jetzt damit? Also wenn du weiterhin Dividenden von mir haben willst, dann musst du Kredite annehmen. Und dann kriege ich genau die Vernichtung zu diesen Leuten hin, und zwar ganz freiwillig. Ich muss denen überhaupt nicht sozusagen vorher mit Gewalt kommen und sagen, ich nehme dir das jetzt weg, sondern ich ergänze sozusagen das System um ein sich korrigierendes System, und dadurch passiert, in dem Moment, wo der den ersten Kredite auf seinem Konto hat, wird sein Vermögensübergewicht und dieser Gini-Koeffizient kleiner werden, weil er auf Dauer nicht so viel Einnahmen machen kann, um 12% Verlust im Jahr zu machen. Also 12% Verlust im Jahr auszugleichen. Weil er kann ja dann sein Vermögen nur noch steigern, wenn er Rendite durchsetzt, auch in der Finanzwirtschaft, von mehr als 12%. Und das schafft er nicht. Aber das System kollabiert dann nicht, sondern das System reguliert sich sozusagen auf natürliche Weise vorher runter. Es muss keinen Crash geben, um es zu korrigieren, sondern es hat es korrektiv eingebaut im Geldsystem. Und etwas, was so ein alternatives System natürlich auch leisten kann, ist wirklich Leute aufzuklären. Weil in dem Moment, wo man plötzlich mit einem anderen Geld arbeiten kann, fangen die Leute an zu fragen, wie? Ich dachte, es gibt nur Euro und ich dachte irgendwie, ich kann gar nichts anderes nehmen. Und dieses Nachdenken zu überlegen, wie funktioniert Geld überhaupt, wie schöpfen die Banken das Geld, was für eine Rechtfertigung gibt es dafür, das ist etwas, in dem Moment, wo die Leute wirklich anfangen, selber mit so einem alternativen System zu arbeiten, das ist einfach total lehrreich und klärt wirklich unheimlich gut auf. Das ist ja im Prinzip auch schon der geldwerte Vorteil, den man miteinander vielleicht zunächst bringt. Und ich stelle auch schon die Frage, die hier war, oder Statement, was ist dann mit dem Straßenbau, was ist mit dem Zugang zur vielleicht kulturellen Gütern, die für alle teilbar, aber finanzierbar werden müssen? Also Finanzierbarkeit ist ja hier keine Frage, weil Geld ist ja da. Die Frage ist jetzt dann nur noch die kollektive Entscheidung, wollen wir es haben? Und das ist jetzt die Frage, funktioniert die kollektive Entscheidung unabhängig von der Finanzierung oder mit der Finanzierung? Weil heute stimmen Menschen ab, ohne dass sie es finanzieren müssen. Weil die Finanzierung findet auf einer ganz anderen Seite zu einem ganz anderen Zeitpunkt statt, wenn darüber abgestimmt wird. Wobei doch das Schlimme ist, ich kann über die einzelnen Projekte gar nicht mal so direkt mitwirken. Ich kann nicht wirklich großartig beeinflussen, ob ich da jetzt eine Autobahn will oder nicht. Deswegen ist meine Vorstellung, wenn wir in dieses System der Freiwilligen und einer freiwilligen Gesellschaft kommen, geht es eigentlich einen Schritt weiter zu sagen, Geld hat ja jeder. Und Geld ist an sich nur der Zugang zu sagen, wie viel von den Ressourcen dieses Planeten stehen dir zu. Mit diesem Geldsystem bekommt jeder Mensch das Gleiche
und es gibt keine andere Geldschöpfung. Kein anderer bekommt sozusagen, also aus meiner Sicht ist das so die Basis, solange wir noch an Geldsystemen festhalten, die Basis der Chancengleichheit, der Ermöglichung, jeder die, im Endeffekt den gleichen Anfangsstart zu geben. Und das ständig. Und die Menschen entscheiden dann zusammen, wie viel sie von diesem dann zum Beispiel für Straßenbau, Schule... Genau, gehen wir mal davon aus, wir... Das ist auch nicht im heutigen System, weil es muss genauso demokratisch gemacht werden, wie es heute demokratisch Moment, gemacht Moment, Moment, müsste. Moment, Moment. Das war ja mein Kritikpunkt. Ja, ja. Der Punkt ist doch, bei der Dekro-Debatte ist doch nicht, dass es Abgaben und Steuern gibt. Der Punkt in der Dekro-Debatte ist, dass es faktisch eine vollkommen unkontrollierte, nicht mehr demokratisch regulierte Art und Weise gibt von Naturressourcenverbrauch. Und nicht der Punkt, dass ich eine Geldkritik durchführe. Das ist der Irrtum beim Ansatz, was ich vorhin meinte. Wenn, denn Sie haben ja gerade, du hast ja gerade selber gesagt, ich muss dann auch demokratisch bestimmt öffentliche Abgaben faktisch durchführen. Da ändert sich an dem System, wird demokratisch beeinflussen. Von öffentlichen Abgaben, Infrastruktur gar nicht. Stopp, stopp. Ich habe gerade gesagt, dass es nicht auf dem bisherigen demokratischen Weg passiert. Ich halte von Demokratie nach Mehrheitsentscheidung gar nichts. Ja, auch dann musst du Mehrheitsentscheidungen treffen. Nein, ich muss keine Mehrheitsentscheidung machen. Ich kann, ganz kurz, wie funktioniert das System? Wenn ich sage, dass etwas einen bestimmten Aufwand erfordert, warum muss ich dann Menschen darüber entscheiden lassen, ob sie es wollen oder nicht, wenn diejenigen, die es haben wollen, bereit sind, diesen Aufwand zu leisten? Das heißt, selbst wenn jemand geschädigt wird, der sagt, ich möchte dafür, dass ihr jetzt die Straße vor mein Haus baut, möchte ich 100.000 Euro Entschädigung, mal angenommen, der drückt es einfach in Geld aus, dann ist jetzt der Punkt hinzusagen, das Projekt muss diese Entschädigung leisten. Und das heißt, am Ende steht dort, wir haben in irgendeiner Form ein Bürgerparlament, wo Menschen zusammensitzen und Projekte initiieren. Das heißt, wir wollen eine Straße, wir wollen einen Kindergarten, wir wollen, dass nur noch Elektroautos fahren, dann steht da irgendwann ein Preis oder ein Aufwand. Aber gehen wir mal davon aus, bei den Geldwerten rechnen wir sowieso. Und dann stehen da 10 Milliarden. So, und jetzt ist die Frage, jetzt geht jeder von Ihnen hin. Sie haben 1.000 Kriterien. Sie können ja davon ausrechnen, wie viele Monate es dauert, wie viel Sie abgeben müssen, damit diese 10 Milliarden zusammenkommen. Und dann ist es im Endeffekt nicht mehr sozusagen gegen einen anderen, sondern im Konsens. Das heißt, ich komme endlich in eine plurale Gesellschaft, die nicht sagt, entweder oder. Entweder du kriegst 51% und kannst eine Mehrheit und letztlich gegen die 49%. Oder ich sage, das, was gemacht werden soll, stehe ich ein. So wie ja im Endeffekt viele Bewegungen letztlich aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit einfach, die machen das einfach. Die suchen nicht. Aber mal einhaken, das ist doch ein undemokratisches Modell. Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen sagt, wir knallen jetzt auf einfach ein paar Panzer hin und ein paar Autobahnen. Und die anderen, weil sie da nicht einzahlen, haben überhaupt keine Stimme dagegen. Nein. Extremer. Was habe ich gerade gesagt? Wenn jemand einen Schaden erleidet, muss das kompensiert werden. Wie wird es denn kompensiert, wenn vor meinem Haus eine Autobahn langfährt? Indem sie sagen, was sie dafür haben wollen. Was? Indem Sie sagen, was es Ihnen, was es für Sie denn, kostet. Was ich an Geld bekomme, wo mein Haus eine Autobahn steht. Also das ist doch irrsinnig. Also entweder Sie, wenn bei mir Tiefflieger drüber fliegen. Entweder Sie haben die Option, Sie sagen, ich will dafür 100 Milliarden haben, damit ihr von meinem Haus aus Dings eine Autobahn bauen könnt. Und dann geht es woanders lang. Abgerissen oder was? Wenn Sie für 100 Milliarden bereit sind, Ihr Haus zu verkaufen, dann wird Ihr Haus danach wahrscheinlich abgerissen, weil Sie werden wohl kaum dort wohnen bleiben. Okay, und da hast du genau das Problem, dass du schlicht und ergreifend dann eine Mehrheitsentscheidung über Geldmittel erzeugst, dass du sagst, ich will dafür eine Million haben. Da hast du ja eine faktisch noch viel undemokratische Variante, weil einer sagen kann, ich will eine Million dafür haben. Und deswegen müssen die 20.000, die gesagt haben, wir wollten die alte Bananen zurücktreten. Also das ist eigentlich vom Prinzip noch undemokratisch. Es gibt erstmal immer noch das Prinzip, miteinander zu reden. Und das Zweite ist, wie habe ich das gerade erläutert? Jeder hat den gleichen Startbedingungen in diesem Geldsystem. Ja, trotzdem nochmal, demokratische Prozesse laufen doch anders als nur über ich gebe Geld und ich gebe nicht Geld. Du tust doch faktisch demokratische Prozesse richtig kommerzialisieren, indem du sagst, ich verlange einen Ausgleich, eine Million, obwohl 20.000 gesagt haben, der Kindergarten ist doch gut, weil ich Kinder habe und ich möchte meine Kinder auch im Kindergarten geben. Und jetzt sagst du, vor meinem Haus steht ein Kindergarten und ich verlange eine Million Entschädigung, dann muss der Kindergarten nicht machen. Nein, weil das ist im Endeffekt genau der Punkt. Der Kindergarten wird nicht da sein, bevor sie ihre Millionen haben. Sie haben gesagt, Sie wollen dafür, dass Kindergarten, dass im Endeffekt... Dann hast du ja noch ein viel schärferes Problem, dass ein sinnvolles Projekt, was zum Beispiel 20 Mitbewohner im Hof haben wollen, boykottieren kann, ihm sagt, ich setze jetzt einen Preis von 1 Million fest dafür. Was ist denn das für eine Art von Demokratie? Das ist die Art Gesellschaft... Das ist keine Demokratie. Natürlich ist es keine Demokratie. Wie gesagt, ich habe keine Demokratie, in der einfach gegen sozusagen Minderheiten gemacht werden kann, was man will. Nein. Weil das hat,
Doch, das heißt im Endeffekt, gegen ihre Absichten, gegen ihre Interessen wird einfach eine Mehrheit durchgesetzt. Das ist Demokratie. Das definieren Sie gerade. Sie definieren gerade, dass Ihr Widerstand gegen den Kindergarten. Ja, aber ist das auch Demokratie? Hieß es in einem Fall, ist, dass man sich hinsetzt und sagt, wir brauchen, es gibt eine Mehrheit, die sagt, wir möchten den Kindergarten. Und aber bitteschön, den bauen wir dort, wo es für alle konsensual erträglich ist. Das wäre Demokratie. Und nicht, dass einer das, was 99 wollen, durch eine Geldmittelsumme, die er irgendwie erfindet, boykottiert. Also das hat mit Demokratie doch. Da kommen wir doch genau zu dem Punkt. Was, das, was Sie gerade angesprochen haben, was im Endeffekt nicht mehr das Demokratie ist, was wir heute leben, ist Konsens. Das heißt, Menschen setzen sich zusammen. Aber den hebe ich doch mit Ihrem Modell, mit deinem Modell vollkommen aus. Nö. Ich natürlich verhindere doch nicht, dass wir miteinander reden können. 99. Die Frage ist, gibt es Konsens auf freiwilliger Basis oder auf Gewaltbasis? Du hast aber gerade das Beispiel gebracht, dass einer mit einer bestimmten Summe von 99 Leuten, was in der absolute Mehrheit ist, ein Projekt vollkommen boykottieren kann. Ja, natürlich. Wenn Sie es nicht schaffen, das heißt im Endeffekt, ich kann nicht gegen Minderheiten agieren. Moderation, ich kann bitte. Keine Minderheiten platt machen. Ja. Ich möchte hier gerne einen Break vorschlagen, weil es von der eigentlichen Idee, wie kommt ein Grundkommen in die Welt, ein bisschen abschweift, weil das sind jetzt Spezialthemen, die sich nicht unbedingt logisch aus dieser Idee entwickeln, sondern der Ansatzpunkt war ein anderer. Nein, es geht darum, jetzt eine Alternative. Die Grundbewegung wird es als BGE als Problem gesehen, weil es auf einer wachstumsorientierten Wirtschaft basiert und mit entsprechenden Geldproblemen, die alle kennen. Ja. Ich sage, die Grundbewegung hat eine ganz andere Antwort darauf, auf diese Problematik. Sie sagt nämlich, wir müssen die Wirtschaft inklusive dann auch Finanzmärkte so radikal demokratisieren, dass das, was wir jetzt als Wachstum haben, weg von einer konkurrenzorientierten Wirtschaft zu einer demokratisch an Bedürfnissen orientierten wird. Das heißt, die Grundannahme, die gestellt worden ist, hier um zu sagen, ich komme auf eine Komplementäre, ist vom Prinzip in der Mikrobewegung überhaupt gar nicht so geteilt. Das habe ich auch nicht behauptet. Nein, ich habe nie gesagt, dass ich für die Grundspreche. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Nein. Doch? Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich komme mit einer Vision, mit einer Utopie. Und da gibt es Schnittmengen, die im Endeffekt in diesen verschiedenen Bewegungen ja durchaus Ziele sind, die ich in meiner Utopie durchaus auch drin habe. Ich sage nicht, dass ich die Growth bin, so ein Quatsch. Und es geht darum, jetzt eine Alternative vorzustellen. Ja. Und es sollte kein Geldsystem jetzt absolut gesetzt werden, sondern es geht eben darum, jetzt eine Vielfalt anzubieten, auch an Geldsystemen, dass ich das eine dafür nutzen kann und das andere dafür. Und jetzt in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen geht es ja erstmal darum, einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die jetzt einfach ihren Grundbedarf erstmal decken wollen und die jetzt nicht über Straßenbau abstimmen wollen, sondern die erstmal ganz normal einkaufen gehen wollen. Wer hat jetzt noch Verständnisfragen? Also ich finde, erstmal muss das Ding an sich rund sein, es muss konsistent sein. Dann kann man sich darüber unterhalten, macht das jetzt mit Demokratie, wie auch immer Sinn, oder? Und sprich, eins nach dem anderen. Ich frage mich, erstens, was ist mit den 12% pro Jahr? Sie haben es ja vorhin schon so kurz angedeutet, wie ist das nochmal, wo kommt das nochmal her? Also das ist einfach, warum ist das nicht gesetzt? Das ist nur eine willkürliche Setzung. Also okay. Die Zahl ist im Endeffekt einfach willkürlich, weil 12% eine praktische Zahl ist, mit 1% im Monat sozusagen kann man schnell im Kopf rechnen. Okay, so rum. Okay, dann nächste Frage, da hat man ja eigentlich den Anreiz zu konsumieren, weil das Geld verliert ja an Wert. Konsum ist für mich, da könnte man ja quasi, das könnte man ja argumentieren, das ist hier, passt mit Degrowth nicht zusammen. Was würden Sie dazu sagen? Erstmal der Begriff, das Geld verliert nicht an Wert, sondern es verschwindet. Also es löst sich auf. Das ist ein großer Unterschied, weil Inflation ist der Wertverlust. Auflösendes Geld ist auflösendes Geld. Das, was sozusagen an Geldeinheiten übrig bleibt, hat immer noch ihren stabilen Wert. Weil das ist ja eben, die Geldmenge ist ja am Ende gedeckelt, was ich ja vorhin gesagt habe. Die wächst zwar an, aber am Ende... ich kriege für mein Geld ja dann nicht mein ganzes Brötchen, nur noch ein halbes Brötchen nach einem halben Jahr. Nee. Oder? Also, mal angenommen, das eine Brötchen kostet ein Credere. Ja. Wenn Sie jetzt das Credere einen Monat auf dem Konto liegen lassen, sind nur noch 99 Cent da. Dann müssen Sie erst wieder 1 Cent verdienen, um das Brötchen zu kaufen. Genau, ja, also es verliert insofern. Aber also das Brötchen kostet weiter ein Credere und auch die Werteinheit verliert ja nicht, weil es kostet immer noch ein Credere.
Sie haben nur das Geld dann dazu nicht. Ja genau, nee, mein Punkt war ja einfach nur, dass ich ja dann eigentlich den Anreiz habe, genau, zu konsumieren. Zu konsumieren, dafür genau. Muss produziert werden. Ja. Das ist für mich ein, passt nicht wirklich genau. Zusammen. Also im ersten Schritt ist eben das Problem, es ist ja auch das Ziel, wo die Anschlussfähigkeit da ist, erstmal wird der Konsum steigen. Das heißt, da ist es noch nicht kompatibel mit den Degrowth-Zielen, das wirklich runterzubekommen. Aber deswegen ist eben der Gedanke, im nächsten Schritt, wenn ich aufhöre zu arbeiten, weil ich ja meinen Lebensunterhalt machen kann, ich glaube, dass die Brötchen ökologisch ein weniger Problem sind, als ein Auto herzustellen. Und da ist sozusagen das, also für mich der Knackpunkt zu sagen, ich kann, am besten ist vielleicht das Beispiel noch mit dem Handy machen. Das heißt, alle 2 Jahre werden die Handys ausgetauscht, ohne wirklichen praktischen Nutzen, weil der Bezug, was ich mit dem Handy machen kann, nimmt nicht so schnell zu, dass ich alle 2 Jahre ein neues brauche. Trotzdem ist diese Regenerationsschleife so in diesem System verankert, um Umsätze und Einnahmen zu erzeugen. Das ist sozusagen der Effekt, den ich sage, irgendwann weißt du, erstens, das Geld kommt wieder rein, du musst keiner Erwerbsarbeit nachgehen, du kannst deine Grundsachen decken, eben was das Grundeinkommen ja als Emanzipation erreichen will. Und dann habe ich indirekt die Wirkung, nicht in deinem persönlichen Konsum, wobei auch da wird es stattfinden, weil du wirst am Anfang konsumieren, bis du merkst, es bleibt leer. Wenn die Werbeversprechungen endlich mal erfüllt wurden, so formal, dass du das Produkt gekauft hast, dann merkst du nach einer Woche, nach einem Monat, irgendwie war es das nicht. Das heißt, dass sozusagen dieses Jagen nach Geld noch aktiv bleibt, ist ja, weil die meisten eben diese Versprechungen gar nicht umsetzen können. Die meisten jagen nach der Moral hinterher. Wer von euch kennt Rennsport, das mit den Hunden? Also da laufen ja Hunde irgend so einem Köder hinterher. Die kriegen Köder hin. Ja, aber das Problem ist, was die Leute erzählen, wenn er einmal ihm gelungen sein sollte, dieses Vieh zu fangen, also dieses Stoffding oder was auch immer das ist, dann läuft er nie wieder. Dann ist sozusagen, er hat die Moral geschnappt und merkt, die schmeckt gar nicht. Aber erst wenn du sie angebissen hast, und das ist sozusagen mein Aspekt zu sagen, erstmal den Konsum und dann der Wertewandel im Kopf zu merken, der Konsum macht kein Glück, macht mich nicht glücklich. Also es ist dann mir egal, wenn dann mein Geld an Wert verliert. Ich weiß, ich kriege dafür ja sowieso nicht das, was ich brauche. Sprich, ich decke meine Grundbedürfnisse, darüber hinaus geht noch, ne, was auch immer. Du bekommst das ja jeden Monat. Also dich interessiert ja der Wertverlust nicht. Nicht, weil ich konsumiere das, was ich brauche, jeden Monat, und du bekommst jeden Monat auch dieses Grundeinkommen. Okay, also da dann wieder im zweiten Schritt dann wieder quasi kompatibel mit dem. Was wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht angeschnitten haben, ist ja letztlich, wenn du deine Erwerbsarbeit meinetwegen von 5 Tagen auf 4 Tagen reduzierst, hast du einen Tag, in dem du dir anfängst, Gedanken machen zu. Du bekommst zumindest Luft holen. Das ist ja auch eine von den Türen, die dann aufgehen mit Grundeinkommen, das Emanzipatorische zu sagen, ich kann anfangen, Luft zu holen. Und auch das, also es gibt sozusagen viele sekundäre Effekte, die nicht im ersten Schritt da sind, die auch nicht Ziel sind im ersten Schritt, sondern. Und die auch nicht gesetzt sind. Danach aber nachhaltiger zu kommen. Im jetzigen System, das ist kein Unterschied, ne? Ja, ja, also diese emanzipatorischen Effekte sind nicht das gleiche. Die emanzipatorischen Effekte eines Grundeinkommens zu streiten über, ob es notwendig ist, eine Komplementärwährung einzuführen. Bitte schön, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind uns einig, dass ein Grundeinkommen emanzipatorische Effekte haben kann, wenn es eine entsprechende Gestaltung hat, bestimmte Rahmenbedingungen stattfinden. Genau. Das ist Konsens. Die Frage, die ich stelle, ob ich dazu, um überhaupt eine Gesellschaft zu demokratisieren und ökologisch zu gestalten, so ein Modell brauche, das ist eine Frage, die ich stelle. Es gibt auf jeden Fall dann eine Alternative. Ich weiß, dass in die große ganz andere Debatte geführt werden. Nur das ist mein Punkt, den ich hier einbringen will. Und zwar ohne Komplementärwährung. Ja gut, aber das, was du vorhin gesagt hast, ist ja praktisch, was ich jetzt mal impliziere, ist ja, dass klassisch Grundeinkommen aus der Wertschöpfung rausgenommen wird. Ne? Also irgendwelche Leute produzieren was, meistens ja kapitalistisch, und die Wertschöpfung oder der Gewinn oder wie man es nennen will, wird abgeschöpft, um daraus ein Grundeinkommen zu schaffen. Also das Thema der Unterteilung. Da sind wir innerhalb des Systems, ne? Irgendwelche Leute wirtschaften. Grundeinkommensdebatte gibt es andere, ganz andere Debatten, die sagen, wir wollen generell eine Demokratisierung der Wirtschaft, wo du dann eine gesellschaftliche Verteilung des sogenannten Mehrwerts, was jetzt privat angeeignet und privat investiert wird, das ist der Hintergrund des Wachstums. Private Investitionen, weil du als 10 Mark 12 machen willst. Das ist eine sinnvolle Investition. Ja? Sonst würdest du nicht investieren mit deinem Kapital, logischerweise. Und dort greift die Kohlbewegung ein und sagt, das wollen wir demokratisieren. Wie also demokratische Prozesse entstehen, worin wollen wir investieren? Welche Infrastrukturen sind für uns wichtig und so weiter? Und zwar aus dem allgemeinen, wie auch immer genannten Wertschöpfungsprozess, selbstverständlich. Investitionen kannst du nur als Wertschöpfungsprozess nehmen, logischerweise. Woher sonst?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es nämlich im Moment so ist, dass. Und wie gesagt, das wird aber ohne Komplementärwerbung diskutiert. Deswegen bin ich ja hier, um im Endeffekt neue Impulse in die Diskussion zu geben. Oder nur Aussagen machen, nur mal so. Hast du noch einen Punkt? Also hast du noch Fragen oder war das schon soweit ausreichend? Ich hätte noch was. Ich würde gerne hier noch Ihnen zustimmen. Und zwar ist es so, dass es eben komplett undemokratisch läuft zurzeit, die Geldschöpfung. Das heißt, das machen die Banken ganz alleine. Und sie haben damit eben eine ganz enorme Macht, weil sie alleine entscheiden, wer Geld bekommt für welche Projekte. Und das ist eben eine so wesentliche Funktion in der Wirtschaft, dass man eigentlich sich an den Kopf packt, dass wir uns das gefallen lassen, diesen Prozess komplett ohne irgendeine demokratische Kontrolle laufen zu lassen und nur jetzt im Sinne von privaten Geschäftsinteressen laufen zu lassen, denn die allermeisten Banken sind ja nicht wie die ethischen oder ökologischen Banken, die entscheiden, dass alleine daran ist, damit Geld zu verdienen. Wird jetzt da Kredit gegeben, weil wir da eine gute Gewinnaussicht haben. Das ist das Entscheidungskriterium und das führt natürlich jetzt in dieses ewige Wachstum immer weiter. Komplementärwährung hört das Prinzip doch nicht auf. Komplementärwährung heißt, wir machen da ein bisschen klein parallel was daneben, während die Großen, die nicht auf diese Parallelwährung abfahren werden, weil warum denn auch, die machen ihr Geschäft brav weiter. Darum geht es doch, dass die nur Profite weitermachen wollen. Und das Geschäft müssen wir ihnen kaputt machen. Und das geht nicht durch sowas. Ja, dann haben Sie aber zumindest jetzt einen Pfad, wo man jetzt alternativ anders handeln kann. Und das muss man natürlich, irgendwo muss man den ersten Schritt machen. Genau, also versuch noch mal ein bisschen zu sagen, was dich noch interessiert an der Stelle. Also ich frage mich weiterhin noch, wie sieht es dann mit, man geht ja arbeiten, man wird, da steht ja auch ganz klar Entlohnung. Genau. Das Geld wird aber geschöpft und direkt an die Haushalte ausgezahlt. Also wie werde ich entlohnt? Woher kommt das Geld? Ist es dann schon das Geld, das durch den Kreislauf über die Waren an die Unternehmen geflossen ist und dann... Schöpfung aus dem Nichts. Ja, ja, Moment, nein, nein. Also er ist ja bei der Entlohnung, nicht bei der Schöpfung. Ach so. Ja, ja, also ja, ja. Das ist im Endeffekt das Geld, was letztlich über das Grundeinkommen, über den Warenkonsum hier läuft. Und letztlich das Ziel ja bei der bedürfnisorientierten Wirtschaft ist, du bestellst, bevor produziert wird und am besten du bezahlst, bevor produziert wird. Ja, Crowdinvesting-mäßig. Zum Beispiel. Und da ja das Geld eben sozusagen ex ante vorher da ist, das heißt, bevor irgendetwas passieren muss, ist schon Geld da. Und zwar bei dir, der die Nachfrage hat. Und damit kannst du letztlich auch auf einem freien marktwirtschaftlichen System aufsetzen und sagen, ja, kein Problem. Jeder kann ja sozusagen auf dem Markt in Erscheinung treten, bevor er arbeitet. Ja. Lieber, das ist doch. Halt, hier ist jetzt einmal noch eine andere Frage, die würde ich gerne vornehmen. Sie haben so schon ganz viel Zeit gehabt. Was ist Ihre Frage? Ja, also es sieht ja so aus, als wenn das ein geschlossener Kreislauf ist. Aber kann das überhaupt sein? Denn die Produktion braucht ja auch Rohstoffe. Und die Rohstoffe könnten ja sein, dass das Leute sind, die nicht diese Währung benutzen. Also kann man das überhaupt so als geschlossenes System laufen lassen? Also es ist ja nicht per se ein geschlossenes System. Egal, wo die Rohstoffe produziert werden, kann ja theoretisch dieses Land auch einsteigen. Und das Spannende ist eben, wenn diese Komplementärwährung in der Wertschöpfungskette nach unten durchgereicht wird. Die Frage ist, dass wenn das Geld jetzt das Land verlässt, also es ist eben nicht nur in Deutschland, sondern wir holen irgendwas aus Afrika, Brasilien, China oder sonst was, dann geht letztlich, so wie heute Euro, würden Kredite angeboten werden. Aber China hat ja eigentlich gar kein Interesse an Euro. Das heißt, sie haben ja eine andere Lokalwährung. Das heißt, auch da findet ja ein Wechsel statt. Und das Gleiche ist hier. Also das System ist ja nicht insofern geschlossen, dass es keine Wechselmechanismen zu Fremdwährungen gibt. Das heißt, so wie auf dem Weltmarkt heute mit unterschiedlichen Währungen parallel gearbeitet wird, ist das nur eine mehr. Es ist nicht so, dass die Unternehmen beschränkt sind, dann nur irgendwas in dieser Währung zu machen. Sie müssen halt dann schauen, wie viel Prozent sie sozusagen abdecken können in der Währung. So wie viele Unternehmen, die in Regionalwährung tätig sind, müssen sie abgleichen, wie viel muss ich in Euro machen, wie viel kann ich in der Komplementärwährung machen, weil ich eben immer noch verpflichtet bin, Steuern in Euro zu zahlen. Das sind dann so Ausgleichsmechanismen, die am Anfang einfach dann individuell geguckt werden muss. Wer kann wie viel in diesem Komplementärwährungssystem anfangen? Und dann bin ich letztlich zu dem Punkt, von wegen, das ist eine ähnliche Diskussion. System, genau, dieses System, niemand sagt, dass es klein bleiben muss. Die Frage ist halt, wie viel kann allein durch Partizipation der Menschen auf der Basis tatsächlich verändert werden, dass das System größer und stärker wird, als im Endeffekt
jedes andere System, was wir heute haben. Weil kein System heute funktioniert ohne Menschen. Und Menschen können sich sozusagen ihre Lebenszeit nur an einer Stelle verbringen. Und je mehr sie in einem System des freiheitlichen Konzeptes letztlich aktiv sind, können sie weniger in Systemen arbeiten, die letztlich auf Unterdrückung oder auf Unterdrückung hinauflaufen. Ich muss noch mal die Frage dazu stellen. Wie weit würde denn das herkömmliche, demokratische, auf Eurogeld basierende System erlauben, dass eine Nebenwährung, also in einer Form von Geld, wäre ein Vorteil, weil keine Steuern abgezogen werden würden für Gemeinschaftsprojekte, also die wir brauchen, auch gesellschaftlich eine Erlaubnis finden können? Also es würde ja nicht so sein, dass in dem Moment, wo die Komplementärwährung auftaucht und benutzt wird, dass ich deswegen keine Steuern zahlen muss. Ist ja nicht so. Ja, aber für die Kriterien, welche Form von Steuer an wen? Wenn ich den Euro an den Staat Bundesrepublik Deutschland zahle, Einkommensteuer, was mache ich mit meiner Menge Kriterien, für die ich Brötchen gekauft habe und jemand oder eben die Gemeinschaft einen Anteil für die Straße vor dem Bäcker, wo ich mein Brötchen kaufe? Im Endeffekt, es ist ja so, dass das Unternehmen weiterhin sozusagen in dem Steuerraum Deutschland aktiv ist. Es spielt keine Rolle, in welche Währung es Geschäfte macht. Das heißt, deine Steuerrechnung sozusagen kommt am Jahresende in Euro. Und solange die Straße immer noch vom Staat und durch Euro gebaut wird, wird der Bäcker seine Euro-Rechnung bezahlen müssen. Solange wir letztlich noch keine andere Systematik haben, wie wir diese Straßen oder andere öffentliche Infrastruktur bauen, dass sie zum Beispiel eben, wenn sie durch Crowdfunding finanziert ist, dann ist sie halt finanziert. Dann ist ja die Frage nicht mehr da, wie finanziere ich sie, weil sie ist ja dann. Das heißt, je mehr Menschen sich emanzipatorisch eben dann bewegen und sagen, warum muss ich das jetzt sozusagen über eine Steuerquelle umsetzen, weil ich habe A, mehr Zeit, ich kann es selber bauen und sagen, also Euro-Steuern müssen weiterhin in Euro bezahlt werden und solange Euro-Infrastruktur vom Staat gebaut wird, wird der Bäcker seine Euro-Rechnung zahlen. Das heißt, er muss Euro einnehmen, damit er seine Rechnung an den Staat bezahlen kann. Gut, ganz einfach. Jetzt verkauft der Bäcker 100 Brötchen in Euro und 150 in Kredere. Jetzt versteuert der aber nur 100. Das wird doch Nein. Er versteuert nicht 100. Er versteuert, letztlich gehen wir mal davon aus, die Kaufkraft ist 1:1, er versteuert 250 Euro Brötchen. Das Problem ist dann gehen alle seine Euros wahrscheinlich an den Staat und er kann seine Mitarbeiter eigentlich nur noch in Kredere zahlen. Das wird dann schwierig, weil da ist, also wie wir es letztlich auf der Lohnseite, wann Kredere akzeptiert wird, welche Akzeptanzstellen und so weiter, das ist das, was sozusagen im Kleinen schon mit den Regionalwährungen ausprobiert wird, wenn man sich das beim Chiemgauer anschaut. Die Unternehmer können das letztlich nicht als Gehaltsbestandteile zahlen, weil da sind sie mehr zu Euro verpflichtet, die ganzen Abgaben und so weiter. Das heißt, ich finde eigentlich, diese ganze Währung wird auf einer Bundesebene ausgezahlt werden. Das heißt sozusagen kein Gehaltsbestandteil, sondern hier, ich zahle dir sozusagen 100 Euro mehr, aber in Kredere, weil ich irgendwo das Geld wieder unter die Leute bringe, ja, damit ich den Kreislauf schließe. Aber damit hast du de facto eine Wirkungsbeschränkung sozusagen. Du kommst also über eine gewisse Grenze an Wirkung, kommst du dann nicht hinaus. Es ist vielleicht ein Beispiel dafür, was es Gutes bewirken kann, so ein Grundeinkommen. Es ist vielleicht auch gut, um diese Gelddiskussion zu führen, aber du wirst über einen gewissen Wirkungsbereich nicht hinaus. Nein, ich muss dann andere Fragen stellen. Im Endeffekt, ich sehe nicht als erstes den Steuerstaat ganz oben. Das erste Spannende ist, wenn ich an die Gemeinden rangehe, die formal eine sozusagen individuell Steuern eigentlich erheben können. Das einzige Problem, was ich noch nicht gefunden habe, also ich habe auch keinen Gesetzestext dazu gefunden, dass sie verpflichtet sind, Steuern in Euro einzunehmen. Und das Spannendste wären Gemeindesteuer, zum Beispiel Hundesteuer und Gewerbesteuer. Da werden zwar auch ein Teil dann wieder bis auf Land und Bund übertragen, aber die Frage ist, wenn ich an Gemeinden rangehen kann, dann kann ich da sozusagen sagen, seid ihr bereit, eure Hundesteuer in Kredere zahlen zu lassen? Das sind die Regionalgelder, versuchen das ja auch, ihre Kommunen zu überzeugen. Und das Steuern sozusagen, und damit habe ich ja dann wieder ein Stück mehr, wo ich sozusagen in die Steuerschiene reinkomme. Das heißt, auch da kann ich das Geld reinfließen lassen. So kommunale Ebene, ganz kleine. Genau. Dann habe ich wieder aber den nächsten Wachstumsschritt, den ich gehen kann. Und dann ist irgendwann die Frage, vielleicht ist das Saarland klein genug, dass ich mit der Saarlandregierung dann sprechen kann, zu sagen, na, Interesse? Es ist halt ein sukzessiver Prozess. Wir können jetzt nicht, macht jetzt keinen Sinn, an die Bundesregierung ranzutreten und hier, wir schaffen Kredere ein. Weil dann denken wir, was soll denn das sein? Interessiert uns nicht. Aber mal angenommen, wir sind auf einer Quote, wo wir, sagen wir mal 20%, 16 Millionen Menschen in Deutschland benutzen dieses System. Das heißt, 16 Millionen haben wir, die sagen, ich habe dieses Grundeinkommen, ich benutze diese Komplementäre, ich gebe das Zeug aus. Das ist nicht mehr etwas, wo ich einfach sagen kann, die ignoriere ich jetzt. Das ist nicht eine Minderheit, die ich einfach mal wegdrücke.
Und das ist eben dieser sukzessive Aufbau. Also vielleicht zu Ihrer Steuerfrage würde ich gerne noch ergänzen. Im Teamlauf ist überhaupt kein Problem, weil der ja 1:1 gedeckt ist mit Euro. Und es ist dem Finanzamt egal, ob das jetzt im Chiemgauer, ob das jetzt Chiemgauer genannt wird, weil die behandeln das einfach wie Euro. Die sagen, okay, das ist wie ein Euro-Konto, ist nur anders genannt. Also da wird ganz normal natürlich auch im Chiemgauer jetzt einfach beziehungsweise in Euro Steuern gezahlt. Und dieses Steuerargument ist aber ein wesentliches, und da würde ich gerne noch das Beispiel Griechenland bringen, denn Varoufakis, als er damals Finanzminister war in Griechenland, hat sich ja bemüht, eine Parallelwährung einzuführen für Griechenland, um eben eine Unabhängigkeit zu kriegen zum Euro, weil er gesehen hat, ja, dass auch die Abflüsse regulieren zu können. Ja, weil er auch gesehen hat, die Engländer, die haben es viel besser als die Griechen. Die Engländer, die haben Pound Sterling und Euro. Ich kann in London, wie ich möchte, bezahlen in Euro oder eben in englischen Pfund. Und das wollten die Griechen natürlich auch haben, damit sie nicht alleine nur abhängig sind von der EZB. Und Varoufakis wollte eben über die Staatskasse praktisch eine griechische Zentralbank separat einrichten, wo jeder Grieche sowieso ein Konto hat und dann praktisch in einer Art von Gutschein eine neue nationale griechische Währung ausgeben, und hat eben auch argumentiert, wenn wir das als Steuerzahlung akzeptieren, dann haben wir im Kern genau das, was wir uns auch wünschen. Wir haben nämlich einen Anreiz für die Griechen, dass sie das machen, was sie im Moment nicht machen, nämlich ganz normal Steuern zahlen. Aber sie hat noch eine Frage. Ja, ich wollte noch mal fragen, also das System vom Credere, das unterscheidet sich von anderen Lokalwährungen, zum Beispiel der Chiemgauer, insofern, dass der Chiemgauer nicht diese Geldschöpfung vor, also dieses Grundeinkommen hat, sondern dass beim Chiemgauer hingehen sagt, ich möchte so viel in Chiemgauer wechseln, und hier sagt man, okay, so und so viel pro Monat kriegt jeder, ja, an dem System mitmacht. Und das, diese Credere kriege ich zusätzlich zu meinem normalen Eurogehalt? Oder sind die? Es hat gar keinen Bezug zu ihrem Gehalt. Okay. Wenn sie arbeiten, und das ist ja letztlich das Schöne, wo ich auch hin will. Das heißt, sie kriegen das nicht nur zu ihrem normalen Euro-Gehalt, das ist ja nur netto, sondern das Ziel ist ja dann, ihr Euro-Gehalt ist in Zukunft dann netto, brutto, brutto plus, weil die Arbeitgeberanteile sind ja auch ihre Sachen. Die kriegen sie dann auch ausgezahlt. Das heißt, gucken Sie mal auf Ihren Lohnzettel, was ankommt, wenn sozusagen die Sachen bei Ihnen landen würden und nicht da oben. Und dann sprechen wir nochmal über eine ganz andere Mächtigkeit, wie viel Sie letztlich in dem Wirtschaftssystem beeinflussen können, weil Sie mit Kaufkraft steuern können. Ich würde es gerne auch nochmal richtig durchdacht haben, was das bedeuten würde, wenn man es als allgemeines gesellschaftliches Prinzip betrachten würde, dass eben generell Geldschöpfung über ein Grundeinkommen stattfindet. Das heißt, eine wesentliche Funktion im jetzigen Geldsystem ist ja nicht nur Preis, Tausch und Wert, also Aufbewahrung, sondern es gibt ja auch Kreditgeld und wünschenswerterweise auch Schenkungsgeld, um zum Beispiel diejenigen, die nicht arbeiten können, unterstützen zu können. Das gibt es ja jetzt schon. Inwiefern ist das dann da schon mit impliziert? Weil wenn was Neues entstehen soll und vielleicht auch was gewünschtes Neues entstehen soll, was auch sozial-ökologisches ist, bedarf es ja durchaus auch Kreditformen, auch in Zukunft. Inwiefern siehst du das da abgedeckt? Genau, also wir sprechen jetzt nicht von der Kreditform der Geldschöpfung, sondern wir sprechen immer von der Kreditform von Privat zu Privat. Ja, man kann es auch von Privat zu Privat, genau, auch in größerem Rahmen organisieren. Genau, das ist letztlich die Vorstellung, und das ist aus meiner Sicht eine Basis. Also mir gefällt das Crowdfunding-System heutzutage ideal. Das heißt, mit Kleinstbeträgen, ich spiele gerne Computerspiele, da gibt es ein Computerspiel, das hat in den letzten Jahren 60 Milliarden, okay, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es Millionen oder Milliarden sind. Ich glaube, es sind Millionen. Also ich hatte irgendwie 60, 70 Millionen angefangen, nur für die Idee, ein bestimmtes Spiel zu programmieren. Also für eine rein virtuelle Ware. Und da hat er einfach von zig Leuten, weiß nicht, was das größte sind, vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Mal ausnahmsweise, aber damit hat er 60 Millionen eingesammelt. Und das, denke ich, öffnet mal den Denkrahmen zu sagen, das was heißt, bedeutet solche Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt, das aus dem Nichts geschöpfte Geld wäre auch gleichzeitig Kreditgeld, wo jede einzelne Person dann entscheiden kann, da gibt es eine Projektidee, ne, oder in meiner Siedlung soll jetzt ein Kindergarten gebaut werden, dann ist das meine freie Entscheidung, die Kredite, die ich bekommen habe, als Kredit zur Verfügung zu stellen, damit das entstehen kann. Genau, also entweder du kannst sie als Kredit weitergeben, weil du sie dann irgendwann wiederbekommen willst, oder du kannst sie gleich verschenken, weil du brauchst jeden Monat auch wieder neue. Ja. Weil es ist,
Deswegen, Geld ist letztlich in der Systematik ja nur der Zugang zu einer bestimmten Menge an Ressourcen, die dieser Planet hat. Und so ist ja letztlich Geld regelt den Zugang. Und wenn alle das gleiche Geld haben, sozusagen alle können über diesen einen Quadratmeter dann entscheiden, ob wird da jetzt was angebaut, wird da ein Haus drauf gemacht oder soll da ein Wald wachsen. Und so kommt das dann zusammen. Und für mich ist das sozusagen die demokratischste Basis, die ich mir vorstellen kann, weil sie eben erst kommuniziert und nicht mich vor Entscheidungen stellt. Also das heißt, ich kann ganz individuell Entscheidungen und ich kann eben dieses Konzept von Mehrheiten, zu sagen, ich kann einfach machen, wenn ich eine gute Idee habe und ich muss nicht gegen diese Mauern rennen, sozusagen gegen diese Betonköpfe, würde ich sagen, die in der Politik sitzen und sich dafür nicht den Geist haben. Ich kann es einfach machen, weil ich die Leute finde, die mich unterstützen, die es zusammen machen wollen und kann einfach sozusagen die Welt verändern. Sie hat zuerst. Ja. Und wer hat dann ein Stimmrecht für die Natur? Die erhalten, also wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt alle hier, dass da ein Flughafen, wir schaffen das irgendwie, das zu finanzieren oder alles zu betonieren, wir reißen den Wald ab. Wenn das der Grund, also genügend Leute dafür da sind oder dass die mehr halt dann so entschieden wird, wie wird das, wer hat ein Anrecht der Natur eine Stimme zu geben oder wie wird die? Also grundsätzlich erstmal diese Sachen, wie ich meine bestimmte Werte lebe, liegt außerhalb des Geldsystems. Das ist sozusagen nur erstmal eine Basis, dass die Leute zumindest auf Augenebene miteinander sprechen können. Das Thema ist, wie gehe ich tatsächlich mit dem Konzept oder dem Problem von Naturverbrauch um? Und da ist aus meiner Sicht das Problem, heutzutage haben wir Eigentum an Grund und Boden. Das heißt, der es hat, entscheidet letztendlich. Und genau das aufzulösen. Das heißt, aber eben nicht aufgrund von Mehrheitsprinzipien, demokratischen Mehrheitsentscheidungen, sondern für mich ist tatsächlich ein Konsensprinzip. Das heißt aber, Konsens funktioniert anders als irgendwann Kampfabstimmung und jetzt machen wir, sondern Konsens heißt, entweder sind alle dafür oder es findet nicht statt. Und das ist aus meiner Sicht immer noch die beste Grundlage, weil dann wird zumindest der Status quo, das heißt, es wird eben nicht zerstört, bevor nicht alle den Nutzen sehen oder alle verstanden haben, warum diese Veränderung notwendig ist. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber heute, wo sozusagen einfach irgendeine Gruppe die Macht hat, dann eine Entscheidung zu treffen. Weil solange es irgendeinen Widerstand gibt, und das ist dann die Frage, wenn wir eben nicht mehr von Eigentum an Grund und Boden sprechen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, wir besitzen alle die Erde, aber sie gehört uns nicht. Und das heißt, egal um welchen Fleck Erde es geht, theoretisch kannst du dich dann einbringen und sagen, ich bin dagegen. Und wenn es dann keine Mehrheitsstrukturen gibt, die sagen, du kannst überstimmt werden, dann muss dein Veto erst bearbeitet werden. Erst wenn du sagst, ich habe keine Veto mehr, ich ziehe das Veto zurück, habe zwar Brummel im Bauch, aber ich verhindere es nicht mehr, dann kann es stattfinden. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen die bessere gesellschaftliche Basis als dieses andere Struktur, ja, wie wir heute fahren. Das geht weg. Es ist ja sozusagen nur ein Baustein wiederum in einer ganzen Utopie. Und natürlich habe ich jetzt nicht ganze Utopie heute erzählt, in allen Aspekten und so weiter. Also wer will, auf der Seite könnt ihr auch auf den Videokanal gucken, wo auch dieses Video eingestellt wird, wo auch andere Vorträge sind mit anderen Themenschwerpunkten. Visionsreise zum Beispiel ist das letzte, was ich dort eingestellt habe, wo ihr einfach dann, wenn euch ein bestimmter Themenschwerpunkt vielleicht nochmal interessiert oder euch anspricht, könnt ihr da nochmal einsteigen, weil es ist sozusagen heute der Baustein ausgewählt, der aus meiner Sicht am besten zu der Konferenz passt. Das Problem, was hier aus meiner Sicht thematisiert wird, ist dabei, aber die Vision, die Utopie ist, also wir gucken aktuell so, BGE, so, die Growth und meine Vorstellung ist so, zumindest mal anzufangen zu reden. Ich würde es an der Stelle. Du noch? Aber ja. Wenn alle Leute etwas wollen, warum müssen sie selber das bezahlen? Dann kann doch auch die Geldschöpfung das bezahlen. Dann würden wieder die Spielregeln geändert werden. Ich habe ja gesagt, Spielregeln am Anfang, so, jeder bekommt pro Kopf, es wird nicht einfach irgendwo Geld geschöpft, nicht für irgendwelche Projekte, wo irgendwelche Leute drüber entscheiden. Aber wenn 100% von den Leuten das Projekt wollen, ja, aber dann kann es doch andere Kriterien geben, muss denn das Problem? Ja, warum schöpft man das nicht? Ja, aber ich muss ja sozusagen nicht das System regeltechnisch ändern. Wenn so viele Leute das wollen, haben sie das Geld. Ich muss sozusagen keine weitere Regel erzeugen. Aus meiner Sicht ist, je weniger Regeln, desto besser. Und wenn ich auf Regeln sozusagen verzichten kann, dann aber sage wenn ich mit meinen 100 Kredere ein Brötchen kaufen will und ich würde auch einen Kindergarten, dann kann ich
muss ich wählen, wollte ich das Brötchen oder das Kindergarten? Ja, das musst du. Aber wenn 100 Leute, wenn alle Leute Brötchen kaufen und alle Leute wollen einen Kindergarten, dann was passiert dann? Das ist genau der perfekte Punkt. Wir sind in einer begrenzten Ökonomie. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Entweder Brötchen oder Kindergarten. So, wenn das die Wahl ist, dann musst du sie auch treffen, weil das ist ja das Problem begrenzter Ressourcen. Du kannst ja nicht alles haben wollen. Das Grundeinkommen ist ja, dass ich jeden Tag mein Brötchen habe. Nein, also ja, in der Versorgungsgeschichte schon, aber das, was du gerade reingebracht hast, von wegen, ja, wenn ich dann irgendwie mehr erreichen will, dann lass uns doch das Geld zusätzlich schöpfen. Das ist ja genau der Fehler, wir waren vorhin gerade bei diesem Umweltverbrauchthema und so weiter, von dem Schachtschneider, von Ulrich Schachtschneider. Und da ist ja genau der Punkt, es macht doch keinen Sinn, ich drucke jetzt einfach mehr Geld und verbrauche damit mehr Umwelt. Ich muss doch gerade sagen, wenn der Baum gefällt ist, ist vorbei. Dann muss ich warten, bis der nächste da ist. Ich kann doch nicht zwei Bäume fällen, nur weil es sich sozusagen buchhalterisch abbilden lässt. Und dieses ganze Geld hier mal ist eine rein virtuelle Geschichte. Das ist nur, um an dem heutigen System anzuschließen, weil wir so geldfixiert sind, dass wir uns überhaupt nicht von diesen Gedanken entfernen. Aber das soll ich Geld sparen, um etwas zu machen? Nicht unbedingt. Also, weil Sparen wird ja letztlich bis zu einem gewissen Grad ausgehebelt. Das heißt, Geld, was nicht benutzt wird, löst sich auf. Es macht keinen Sinn zu sparen. Ja, das Grundeinkommen benutze ich für mein Essen, für mein Brötchen. Ja. Und weiter habe ich nichts. Dann musst du arbeiten. Ja, aber es kommt darauf an, wie viel das Brötchen jetzt kostet. Also im Endeffekt, da ist ja auch wieder das Spiel. Also wenn du sagst, das Grundeinkommen reicht nur für deine Grundbedürfnisse und jetzt soll der Kindergarten gebaut werden, dann entsteht er nicht alleine. Dann wirst du den bauen müssen. Dann musst du Maurer werden, um ihn zu bauen. Dann verdienst du das Geld, dann kannst du beides machen. Du kannst eben die Stunde leisten, um dich selber zu bezahlen. Ja, aber nicht alle Leute können Maurer werden. Ja, aber du musst einen finden. Du musst also im Endeffekt, dann gehst du in irgendein anderes Unternehmen, machst da irgendwas Sinnvolles, verdienst die 100 Euro und kannst den Maurer bezahlen. Genau, die 100 Kriterien. Du brauchst im Endeffekt es macht keinen Sinn, auf der Geldebene irgendetwas auszudehnen, wenn du es realwirtschaftlich nicht tust. Du brauchst die Erde realwirtschaftlich. Es nützt nichts, das Geldsystem aufzudehnen. Du musst es ja tun. Irgendjemand muss es irgendwann tun. Frage, wo sich der Kreislauf für mich nicht schließt. Und das ist bitte laut und deutlich. Ja, nochmal vielleicht nochmal auf das Schema. Und wenn ich jetzt, ich habe mein, aber eigentlich kann ich halt auch so, das würde es nur vereinfachen. War es gerade schon da? Ja. Es wird ja geschöpft pro Kopf, richtig? Genau. So. Und wenn ich jetzt arbeiten gehe und die Entlohnung, das ist dann ja schon auch das Geld, das durch den Kreis einmal geflossen ist und das kriege ich dann. Also das ist ja auch das, was ursprünglich einmal eigentlich pro Kopf geschöpft wurde. Genau. So, wenn ich jetzt aber mehr konsumieren will als, also ich denke vielleicht noch zu, ich sag mal, in eurem Kontext zu konservativ, sprich 1000 Euro Grundeinkommen, wenn ich jetzt darüber hinaus konsumieren will. So, das heißt, dafür muss es ja auch eine extra mehr Wertschöpfung geben. Genau. So, aber die kannst du durch deine eigene Arbeit erbringen. Das heißt, ich möchte mehr konsumieren, ich muss mehr entlohnt werden, damit ich mir das leisten kann. Genau, also im Endeffekt. So, und aber wie soll mich das Unternehmen da bezahlen, wenn das Geld eigentlich nicht so, mit der Wertschöpfung vor die Brötchen dafür bezahlt. Das verstehe ich. Das Unternehmen hat doch die Kriterien, da hast du vorhin deine Brötchen hingegeben. Moment, wir sind auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist die Geldmenge, die geschaffen wird, und das andere ist die Frage, wie schnell läuft das Geld um? Du hast im Endeffekt, für dich sind 1000 Kriterien erzeugt. Yeah. Es ist aber nicht gesagt, wie viele Brötchen für die 1000 Kriterien im Monat gekauft werden. Weil wenn du die gekauft hast, dann hat der Bäcker die. Dann hat er seinem Eingestellten bezahlt, dann kann der von dem Geld, was er als Entlohnung bekommen hat, auch Brötchen kaufen. Das heißt, obwohl das ja sozusagen nur einmal geschaffen würde, hat es im Monat zweimal Brötchen gekauft. Also das ist noch der Unterschied zwischen der Geldmenge und der Geldumlaufgeschwindigkeit. Und wenn du letztlich etwas willst, etwas produzierst, dann beschleunigst du sozusagen letztlich die Umlaufgeschwindigkeit, weil du eben etwas anbietest, etwas bezahlt wird und damit sozusagen die Nachfrage treibt das Geld und umgekehrt. Das heißt, ich hätte dann in dem Fall, wäre die Geldmenge nicht deckungsgleich mit der Wertschöpfung, aber da kommt dann auch die Umlaufgeschwindigkeit hinzu, dass es halt öfter verwendet werden kann, die dieses Mehr an Wertschöpfung quasi dann
absegnet. Ja, das Geld, genau. Das ist der Gedanke. Genau. Wo, okay. Es gibt keine Notwendigkeit, dass zwischen der Geldmenge und im Endeffekt das, was an Wertschöpfung stattfindet oder an Transaktionen bedient wird, dass es irgendwie deckungsgleich ist. Weil keiner sagt, die Umlaufgeschwindigkeit ist 1. Die kann 100 sein, die kann 0,5 sein. Und das ist der Variable sozusagen im dynamischen Wirtschaftsleben, was sich ausbildet. Du kannst es ein bisschen über die Geldmenge steuern, das wird ja heutzutage auch versucht, aber im Endeffekt... Da ist eben das Problem, du brauchst das Geld an den Stellen, wo Nachfrage ist, weil sonst schaffst du ja keine Umsätze. Wer keine Nachfrage hat, kauft nichts. Und wer kein Geld hat, kann nichts kaufen. Und dieses Geld eignet sich eben jetzt nicht, also das vorwiegend Tauschmittel eignet sich nicht jetzt einfach, um es zu horten. Und es eignet sich eben auch nicht zur Spekulation, weil es ja an Wert regelmäßig verliert. Genau, da hätte ich dann auch noch so ein Fragezeichen, was ist mit Investitionen? Also quasi, ne, das ist ja das, was man dem Zins eigentlich nachsagt, dass er quasi diese Investitionswirkung hat auch. Ne, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Gigafactory von Tesla investieren will, dann mache ich das, weil ich dafür einen Zins kriege. So. Also auf meine Risiko an, wie man immer es auch nennen mag. Wenn ich aber das da anlege, und das, da muss ich halt erstmal, ne, das muss alles aufgebaut werden, etc. etc. So, das Geld liegt da, verliert an Wert. Sprich, ich habe keinen Anreiz zu investieren, es kommt keine Innovation. Umgekehrt. Das Spannende ist heutzutage, dein Geld bleibt liegen, bis du einen Anreiz hast zu investieren, weil die Quote hoch genug ist. Wenn du es in dem System liegen lässt, ist es auf jeden Fall weg. Das heißt, du hast sogar einen Anreiz zu investieren, selbst wenn du Verlust machst. Das heißt, du hast jetzt minus 12% im Jahr. Wenn du es jetzt investierst in ein Projekt, das nicht kostendeckend arbeiten kann, eben die meisten sozialen Projekte sind nicht kostendeckend oder haben Probleme, kostendeckend zu arbeiten. Überleg mal, was es für die für eine Einfachung ist, wenn du sagst, ich leihe euch das Geld, will aber minus 6% wieder haben. Das heißt, du leihst denen 1.000 Euro oder 1.000 Kredite, musst aber 6% weniger zurückzahlen. Das heißt, die müssen dir nur 9.400 zurückzahlen. Und du hast trotzdem einen Gewinn gemacht. Weil sonst, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du nur noch 8.800. Weil es wäre ja 1.200 verloren gegangen. 120 sind wir. Ach, ist egal. Auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall viel früher den Antrieb, auch Investitionen zu tätigen, weil du nicht mehr warten kannst, bis dir ein positiver Zins angeboten wird. Und das ändert aus meiner Sicht sehr viel in den Investitionsspielen. Aber es ist ja, was ist, wenn gerade keine innovative Idee da ist? Dann bin ich trotzdem gezwungen, in das geringere Übel zu investieren. Gezwungen bist du ja nie. Aber die Frage ist, welchen Sinn macht es, etwas zu investieren? Du bekommst ja so jemanden jeden Monat neu. Also, das ist ja auch das Absurde, was wir heute haben. Wir haben sozusagen einen Haufen Geld, einen riesen Geldüberhang, das auf Investitionen lauert, das unbedingt will. Und deswegen wird das Absurdeste gemacht, um sozusagen irgendwelche virtuellen Blasen zu erzeugen, damit die scheinbaren Gewinne erzeugt werden, die dann irgendwann auf den Staat umgewälzt werden, die vorher ausgestimmt wurden. Und das ist letztlich die Systematik. Hier ist es nicht notwendig, weil das Geld eben nicht so lange gespeichert werden kann, bis es verliehen wird, weil es löst sich auf. Der Druck letztlich sozusagen der Vermögenden, das ist ja das, was sozusagen schleichend dann auch abnimmt, wenn diese Finanzvermögen, Geldvermögen schwinden, dann verliert auch dieser Investitionsdruck, dieser Angebotsdruck von neuen Dingen seine Notwendigkeit und dann kannst du so unendlich 5 Jahre benutzen, weil es gibt keinen Grund, dass das Unternehmen jetzt hergehen muss und sagen muss, wir müssen da einen schnellen Umlauf machen, ich brauche wieder Umsätze im Unternehmen. Weil wenn wir im Endeffekt von der Schiene wegkommen, dass Unternehmen nur deswegen da sind, um Gewinne zu machen, sondern eben in diese Bedürfnisschiene rein. Aber deswegen, das greifen ganz viele Verzahnungen ineinander, die sich dann allein schon mit diesen Mechanismen einfach verstärken. Weil die Einstellung zu Geld, die Einstellung, wie Kredite funktionieren und wann ich bereit bin, überhaupt einen Kredit zu geben und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird, weil auch ich bin in diesem System aufgewachsen und bin mit diesem System infiziert. Wie das erste Mal, schon essen, ich wollte es nur sagen. Ja, danke. Wenn das erste Mal tatsächlich Menschen sind, die das andere System als Dystopie sozusagen kennenlernen, aber nicht mehr aus dem Erleben geimpft werden, dann wird es spannend, auf was für Ideen die kommen. Wie die dann ein Verhältnis zum Geld entwickeln und ob sie dann tatsächlich am Geldsystem festhalten, an den Mechanismen, weil die Frage ist, warum soll ich das in Zahlen ausdrücken? Das ist doch einfach lebendige Natur. Ich weiß nicht, was es mit Zahlen zu tun hat. Das ist überhaupt Geld, ne? Ja, also im Endeffekt, dieses abstrakte Denkniveau in Zahlen, Gewinne und so weiter vorzustellen, das ist
etwas, was für uns so selbstverständlich geworden ist und ich mir heute auch nicht vorstellen kann, wie es ist, das nicht zu denken. Okay, dann würde ich... Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir viel Spaß gemacht, mit euch in Diskussion, Dialog zu gehen. Und ja, also...